Hallo zusammen und willkommen bei meinem Video über wertvollen Briefmarken. Vor ein paar Tagen habe ich dieses tolles Buch erhalten. Der Name von dem Buch ist ganz lang, und zwar Handbuch der Belege und Abstempelungen aus dem Gebiet der Slowakischen Republik, die auf Briefmarken der österreichischen Post von 1850 bis 1867 verwendet wurden. Wow! Das Buch wurde geschrieben von Peter Severin. Das ist ein echter Fachmann für dieses Gebiet in der Philatelie. Und das Buch ist auch, und das muss ich wirklich sagen, einzigartig. Es hat insgesamt 261 Seiten, sehen wir hier, und wurde in drei Sprachen geschrieben, auf Slowakisch, Deutsch und Ungarisch. Ich zeige euch Inhalt, damit man sieht, was alles ist in dem Buch. Da ist wirklich einiges. Es fängt an mit der Geschichte der Postdienste, geht weiter über Postgebühren. Das ist ganz wichtig, wenn man Ganzsachen bewerten möchte, dann muss man natürlich auch die Postgebühren kennen. Nicht nur Postgebühren im Inland, sondern auch Nachgebühren und Gebühren in Ausland. Da sind unglaublich viele Tabellen in dem Buch. Hier sehen Sie Gebühren für Versand nach Belgien, Frankreich, Schweiz, Großbritannien und so weiter. Und in dem Buch ist natürlich auch erwähnt, wie man die einzelnen Briefe bewerten sollte. Also hier haben wir Bewertung der Belege mit der Freimarkenausgabe aus 1850. Genauso für Mehrfrankaturen und Bundfrankaturen. Und Rekofrankaturen. Und Rekobundfrankaturen. Und so weiter. Dasselbe ist dann auch für Bewertung der Belege mit der Freimarkenausgabe 1858. Wieder sehr viele Tabellen und für weitere Ausgaben ist es genauso. Hier haben wir die Ausgabe 1861 und 1863. Und so weiter. Es sind hier auch alle Abstempelungen oder alle Stempel dargestellt, die in der Region genutzt wurden. Wie Sie sehen, das Buch ist echt unglaublich. Es wurden nicht viele Bücher gedruckt. Also falls Sie Interesse haben, würde ich empfehlen, schnellstmöglich zu bestellen. Man kann es online bestellen auf der Webseite der Firma Heinrich Köller in Wiesbaden. Aber man kann es natürlich auch per E-Mail zum Beispiel bestellen. Das Buch kostet 79 Euro, was meiner Meinung nach sehr guter Preis ist, weil der Autor musste wirklich tausende Stunden nehmen, um das Buch zu schreiben. So ein Buch schreibt man einfach nicht in 100 Stunden oder so. Und normalerweise, wenn das Buch verkauft wird oder Buch wie das hier, dann gehen die Preise schnell nach oben, weil ich glaube nicht, dass irgendein Nachdruck geplant wird. Und vergessen Sie es nicht, wenn Sie es bestellen, es zu erwähnen, dass Sie über dieses Buch
in meinem Video gehört haben. Weil so wird Ihre Bestellung als Priorität gemacht. So, ich hoffe, das Buch gefällt Ihnen. Und wenn es so ist, dann bitte folgen Sie meine weiteren Videos, weil ich werde für euch zukünftig auch andere Bücher vorstellen. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Video. Tschüss und auf Wiedersehen.